Und am Wort nun der Wirtschaftssprecher der ÖVP, Peter Hauptner. Geschätzte Damen und Herren auf der Galerie, besonders begrüßen möchte ich die Bürger und Bürgerinnen der Gemeinde Steinz im Namen meiner steirischen Kollegen. Ja, Herr Kollege Hübner, ich bin mir sicher, dass sich der Herr Vizekanzler dann dementsprechend auch noch zu Wort melden wird, wie man an seinen Reaktionen schon bemerkt hat. Ich möchte nur sagen, wir lesen kaum zwischen den Zeilen, sondern wir lesen die Zeilen. Und ich glaube, das ist das Wichtigste, weil es gibt nämlich der Text her. Ja? Und ich möchte zu dem Thema ganz kurz mit einem Zitat beginnen, heute in der Früh von Herrn deutschen Wirtschaftsminister und SPD-Vorsitzenden Sigmar Gabriel, der gesagt hat, wir schaffen erstmals vernünftige Regeln für Globalisierung. Und ich glaube, dem möchte ich mich anschließen und möchte auch grundsätzlich was dazu sagen, nämlich die Aufgabe der Wirtschaft ist es, Brücken zu bauen und nicht Gräben zu ziehen. Und dieses Kanada-Europa-Handelsabkommen ist so eine Brücke, denn es gibt nämlich große Chancen für die österreichische und für die europäische Wirtschaft und damit auch für neue Arbeitsplätze. Und das müssen wir auch einmal ganz deutlich sagen. Und eigentlich ist es schon erstaunlich. Wir haben mit allen Handelsabkommen, die wir in der Vergangenheit abgeschlossen haben, immer wieder nur gute Erfahrungen gemacht. Und die haben sich ausgezahlt. Und die Zahlen zeigen ja das ganz deutlich, meine Damen und Herren. Wir haben einen Exportrekord von über 130 Milliarden Euro Ausfuhrvolumen. Wir verdienen 6 von 10 Euro im Ausland und fast jeder zweite Arbeitsplatz ist direkt oder indirekt vom Export abhängig. Also 1 Million Arbeitsplätze in Österreich in die Betriebe sind von diesem Export abhängig. Und das sollte man, glaube ich, nicht leichtsinnig hier aufs Spiel setzen, meine Damen und Herren. Und es sollte uns einfach auch mit Freude erfüllen als Österreicherinnen und Österreicher, dass unsere Produkte in der ganzen Welt so gefragt waren wie noch nie. Das zeigen ja diese Zahlen ganz eindeutig. Und ich sage es wirklich, ergreifen wir doch die Chance, die Globalisierung zu gestalten und schauen wir nicht zu, dass das andere für uns übernehmen. Wir müssen eine Chance sehen in CETA. Wir haben mit Kanada im Jahr 2015 über 1 Milliarde Exporte gehabt. Im Gegenteil haben die Kanadier ungefähr 440 Millionen exportiert. Das ist eine Riesenchance für unsere technologie- und innovationsgetriebenen Unternehmen. Das ist ganz ein wesentlicher Punkt. Das ist ganz, ganz wichtig. Ja, das sehen Sie so, ich sehe das komplett anders. Na, nämlich neben einem Abbau von Zöllen kann sehr viel mehr von unseren Gesellschaften in die Gestaltung der Globalisierung eingebracht werden. Und das, was würde geschehen, wenn wir das andere überlassen, meine Damen und Herren? Ich bin dafür, dass wir hier selber anpacken. Und ich kann aus meinem Wahlkreis zum Beispiel die Firma Geislinger, Marktführer, Schwingungstechnik, 650 Mitarbeiter, Familienbetrieb, exportiert 98% nach Übersee. Der Herr Geislinger hat auch ganz klar gesagt, wenn wir es nicht schaffen, unsere Handelsbeziehungen zu Ländern wie Kanada kontinuierlich zu stärken, dann werden sich die Länder Amerikas immer mehr dem pazifischen Handelsraum zuwenden und Europa wird zunehmend Marktanteile und Arbeitsplätze verlieren. Na, das wollen wir sicher nicht, meine Damen und Herren, und das dürfen wir auch nicht zulassen. CETA bietet eine strategische Chance und wir sollten die nutzen. Wenn zwei große Binnenmärkte, EU und Kanada, so hohe Standards setzen wie in diesem Abkommen, dann wird es schwierig für die anderen Handelspartner, hinter diesen Standards zurückzubleiben. Ich glaube, das ist ein wesentlicher Punkt. Und, na, Herr Kollege Birkelbauer, Ihre Glaubwürdigkeit, Birkelhuber, Entschuldigung, aber vom Beruf Bauer. Ja, passt, gell? Okay, alles klar. Ihre Glaubwürdigkeit müssen wir schon einmal ein bisschen überprüfen. Weil auf der anderen Seite warnen Sie immer vor Lebensmitteln von Mindeststandards wie dem Chlorhuhn. Und auf der anderen Seite wollen Sie in der Gewerbe- und den Qualitätsberuf des Fleischermeisters abschaffen. Das passt für uns nicht ganz zusammen. Also da muss ich ganz ehrlich sagen, wir bekennen uns zu beiden. Auf der einen Seite zu den hohen Standards bei den Abkommen und zum zweiten ein klares Ja zur Qualität und zum Meister. Möchte ich einmal ganz deutlich gesagt haben. Und meine sehr geehrten Damen und Herren, man muss auch ein bisschen mit den Märchen rund um CETA ein bisschen aufräumen, weil das Abkommen greift ja nicht in die Daseinsvorsorge bei Wohnen ein, wie immer wieder behauptet wird. Eins ist klar, wenn die Stadt Wien Wiener Wohnen verkaufen will, dann dürfen die Kanadier mitbieten. Das ist klar. Aber ob sie das tun werden, ist sehr zweifelhaft, weil beim Mietrecht und der Wohnbaugemeinnützigkeitsrecht, was wir hier haben, glaube ich, werden Sie sich dafür nicht interessieren. Also ich glaube, wer nur Märchen verbreitet, sollte die auch kennzeichnen müssen, so wie wir in der Wirtschaft jedes Fuzzi-Produkt kennzeichnen müssen. Also auch ein Kennzeichen für Märchen bitte einführen. Also zu guter Letzt kann ich sagen,
Meine Damen und Herren, wir sollten uns nicht fürchten vor Kanada, sondern wir sollten Ja sagen zu neuen Chancen und zu neuen Arbeitsplätzen. Also in der Hinsicht auch ein Ja zu CETA. Chancen für die Wirtschaft und für mehr Arbeitsplätze bietet das Freihandelsabkommen mit Kanada unter dem Stichwort CETA bekannt, betont Peter Haubner, Wirtschaftssprecher der ÖVP.